Aber ich habe ja schon viele Rennen gewonnen, aber die waren auch noch vor der DTM. Die waren in den 80er Jahren mit den 962er Porsche, 956er Porsche, 200 Meilen vom Nürburgring. Ford Capri. Ja, das war ja dann schon DRM. Porsche, 935 Krämer. Das war wieder, ja, aber davor und dazwischen war die Gruppe C und dann kam die DTM. Also Gruppe C hier war eine Stunde 20 Minuten oder eine Stunde 30 Minuten ohne Servolenkung, ohne Servobremse, 5-Gang-H-Schaltung mit Kupplung. Also warst du tot. Richtig gearbeitet? Tot. Was waren das schönste Rennen hier? Die ich gewonnen habe. Und das, was ich gewonnen habe, wieder verloren habe, weil wir angeblich einen halben Liter zu viel Sprit in den Tank reinbekamen. War damals mit dem Jös-Auto, mit dem Blaupunkt-Auto, da haben wir gewonnen, gegen Jaguar, gegen alle. Und dann wurden die Autos nach dem Rennen vollgetankt und dann gingen 100,05 Liter rein. Und dann haben wir gesagt, Leute, das Ding ist glühend heiß, das ist ein Aluminium-Monocoque, der Tank kann sich ausdehnen, weil Aluminium wird weich. Und dann haben sie gesagt, nee, das wäre so. Und dann haben wir gesagt, dann macht er bitte nochmal leer und machen wir voll. Nein, wollten sie nicht. Dann haben wir es selber gemacht, dann gingen nur 99 Liter rein, so wie wir es eigentlich ausgelittert hatten vorher. Sehr traurig, sehr traurig. Aber überwiegend tut die Freude. Wir haben hier so viele tolle Rennen gewonnen. Klaus, wir haben jetzt hier das Legendenrennen, eines der letzten Legendenrennen, denn es wird neu die Karten gemischt und es gibt einen neuen Promoter. Wie siehst du das? Positiv. Ich meine, wenn Jörg Hatscher nach so vielen Jahren das Baby, das er aufgebaut hat, erfolgreich übergibt, wäre wunderbar. Und die Konstellation, die jetzt im Raum steht, die wäre auch, glaube ich, gut. Nein, zu neuen Ufern kann nur besser werden. Ich werde mal weiterhin sehen. Ich weiß nicht. Warum? Schauen wir mal. Ich fahre jetzt sehr, sehr schön mit diesem 190er, der gehört dem Ecki Ludewigs. Der hat zufällig fast den gleichen Namen. Und daher kam auch, glaube ich, die Affinität zu diesem Auto. Der Herr Ludewigs kauft den Ludwig Mercedes. Super, wir sind mittlerweile Freunde geworden. Super, super Relationship oder super Verbindung. Toll und alles ist gut. Und ob das nächstes Jahr so weitergeht, werden wir sehen. Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi.